Thema Farbberatung. Neulich stellte mir jemand eine Frage, kann das eigentlich auch sein, dass wenn ich eine Farbberatung mache und Farben empfohlen bekomme, dass ich die so gar nicht leiden mag? Ja, klar, kann das passieren. Aber da ja nach den 4 Jahreszeiten Farbtypen immer sehr viele Farben in einer Palette vorkommen, gehe ich immer davon aus, dass irgendeine bestimmt gefallen wird. Heute würde ich hoffen, dass Lila dir gefällt. Schreibt doch bitte mal, ob euch Lila gefällt. Und tragen optimalerweise könnte dieses Outfit der Wintertyp, wobei hier oben dieses softe Lila, das ist auch für den Sommertypen gut machbar. Und insofern stelle ich euch jetzt einfach mal vor, welche Stoffe wir auf die Puppe gebracht haben und was wir uns dabei gedacht haben, weil manchmal denken wir auch dabei. Auch, wie sagte Laura gerade, es ist so warm, es fällt schwer, aber wir kriegen es hin. Und zwar haben wir hier einmal eine schöne weichfallende viskose Webware. Diese viskose Webware kann man sowohl für eine luftige Sommerhose nehmen, wie zum Beispiel die Hose Birger von Kibadu. Ihr könnt die natürlich gleichermaßen auch für eine Bluse oder auch für ein locker fallendes Kleid verwenden. Das funktioniert auch. Wir haben diese viskose Webware in, ich glaube, 8 oder 10 Farben im Shop. Also das ist wirklich so eine Basic-Qualität, die es in verschiedensten Farben, damit natürlich auch für verschiedenste Farbtypen gibt. Und die hat so eine ganz, ganz leichte Twillbindung, ist dadurch so ein bisschen griffiger. Wie gesagt, luftige Sommerhose, man kann aber auch eine Tunika daraus nähen, man kann ein Kleid daraus nähen, man könnte, Bluse, Tunika, Kleid, Hose. Habe ich was vergessen? Rock? Klar, geht auch, genau. Das geht alles daraus und es ist wirklich ein richtig schöner Sommerstoff. Nach oben hin haben wir das Ganze jetzt kombiniert mit einem Rippenjersey. Wir bleiben so ein bisschen Ton in Ton, heute in lila Flieder. Und dieser Rippenjersey eignet sich natürlich perfekt für zum Beispiel einen Top. Da sind wir jetzt noch bei Kibadu geblieben und haben Lene und Fee rausgezogen. Ein Schnittmuster-Kombi, ein Duo, was besteht aus einem Top und einer Strickjacke. Der Top ist so schön wie so ein Racer-Top geschnitten. Einen sehr sportlichen Look ergibt das Ganze. Wer lieber einen Top mag, der so ein bisschen breiter geschnitten ist, der kann zum Beispiel unser Pipelinchen-Top nehmen. Der hat relativ breite Träger. Und da kann man sehr gut auch die BH-Träger drunter verstecken. Also das ist so ein bisschen, da hat er auch wieder so seine Vorlieben. Auf jeden Fall könntet ihr diesen Stoff gut für einen Top verwenden. Man kann ihn natürlich auch für ein so ein Unterziehshirt, so ein ganz klassisches Shirt verwenden, was man nicht nur drunter ziehen muss, um Gottes Willen. Gerade irgendwie ein Haar hier. So, und dann könntet ihr das Ganze kombinieren. Hier haben wir jetzt nochmal eine ganz luftige, fließende, viskose Webware mit so einem kleinen Lochmuster und wir haben hier einen Lurex-Faden drin, ganz minimal eingearbeitet. Ich hoffe, dass man das ganz gut sehen kann in regelmäßigen Abständen. Und, aber wo hast du denn Lochmuster? Ja, das ist dieser Lurex-Faden ist quasi so. Um diese minimalen kleinen, also es sind noch nicht mal richtige Löcher, okay. Das ist so ein bisschen gröber gewebt. Guck mal, ist mir nicht mal aufgefallen. Und ganz wichtig dabei, wenn man von außen drüber fühlt, dann fühlt man diesen Lurex-Faden leicht, von innen fühlt man ihn nicht. Tatsache. Das muss man wissen. Ja. Also von innen, da wo man das gegebenenfalls auf der Haut hat, ist nicht zu fühlen. Und wir haben hier so ein bisschen orientalisches Muster. Ja. Mhm. Das hat uns dazu verleitet, an die Jacke Cora von Schnittmuster Berlin zu denken. Das ist eine Jacke, die man halt eben aus luftig leichten Stoffen sehr gut als Kimono tragen kann. Und ich liebe ja mein Kimono im Sommer. Das ist immer so überziehen und so ein Bam-Effekt. Richtig toll, gerade auch im Urlaub. Man kann so ein Kimono natürlich auch super mal über ein Bikini drüber ziehen oder über einen Badeanzug, wenn man in so ein Strandrestaurant geht und nicht gleich da halt im Bademode erscheinen möchte. Das finde ich auch gut. Also für mich ist das so ein richtig tolles, so eine Geheimwaffe. Und zieht man den Arms an, zu einer Hose und zu einem Top. Man ist auch so ein bisschen Mondaine, ne? So ein bisschen wow. Hier unterstreicht es natürlich nur das Muster und ich finde auch so diese ganz, ganz kleinen Lurex-Fädchen darin, das goldene Fisch, ja. Mega genial, gut dafür. Vielleicht gefällt es euch auch, würde mich natürlich jetzt an dieser Stelle wieder freuen. Und Lieblingsfarbe Lila, wenn es das ist, dann könnte das hier vielleicht deins werden. Manchmal gewöhnen wir uns ja auch an Farben, das ist ja das Schöne. Wir können ja eine Menge lernen und man kann sich auch an etwas gewöhnen, denn... als man mir sagte, dass ich mal Orange tragen sollte, habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, ist das die Müllabfuhrfarbe. Und ich meine, welcher Farbe seht ihr mich heute zwar nicht, aber ziemlich häufig in Orange. Es geht! Also, habt einen schönen bunten Tag.